Und es passt sich halt auch dem wieder an. Ja, es ist nicht leicht. Ich sag's ja immer wieder, es ist nicht leicht. Da gibt es den aber auch. Es ist halt auch mit diesen meterdicken Mauern. Ist das schwierig. 2, 3, 4. So. Kackbaum im Weg. Hey. So, auf der anderen Seite sind auch Kackbäume im Weg. Garantiert. Also haben wir den auch schon mal weg. Und der wird mit Sicherheit, die beiden werden auch mal verschwinden hier. Wo ist er denn? Da. Da ist er. Der andere ist da. So, weiche von mir. Oder von hier. Oder von dannen. Oder von drüben. Skelett. Der Baum ist auch hübsch, der wird langfristig wohl auch verschwinden müssen. Der wird verschwinden müssen. Der fällt im Zweifelsfall am Ende der Geländeanhebung zum Opfer. So. Back to work. So, weg. So, Platz im Inventar. Perfekt. Einmal hier. Dem habe ich jetzt auch eine 4er gegeben, ne? Ja. Gut, dann gebe ich dem auch eine 4er. 1, 2, 3, 4. Und darüber. Bist du noch hier? Und Boden rein. Na, da ist falsch. Ups, da ist auch falsch. Irgendwo brummelt es wieder. Ich hab das Gefühl, er kommt es gleich besuchen. Zumindest versucht das. Der Baum dort sieht aus, als hätte ich den noch nicht gefällt. Da rennt er rum. Und würd mir gern was. Der kann mir aber nichts. Jetzt
Wirbel. Ja, wenn er nicht gänzlich blöd ist, es gibt theoretisch einen Weg hier hochzulaufen, aber der ist halt recht weit aus rum. Und normalerweise sind die so schlau. Hat er sich Aua gemacht. So. Das ist dieser Teil. Der ist dann damit abgeschlossen. Kann aber sein, dass hier noch was drunter ist. Jetzt hat er es endlich geschafft. Jetzt hat er den Weg gefunden. Und hat sich auch gleich noch einen Freund mitgebracht. Ist ja nett. So, auf der anderen Seite, ne, da kümmern wir uns zwar noch nicht drum, wir kümmern uns erst um den da. Ist ein bisschen einfacher. Andy, Andy, Schlindy. Wie weit geht der denn? 16 war das, das sind mehr als 16. Da ist er. Handyman! Handyman! Hallo, Handyman! Lass uns Terror machen! Renn doch nicht weg, Handyman! Folgt mich Spinne. So, jetzt nicht mehr. Irgendwo habe ich einen Creeper. Creepy die Creep runtergeschossen. Ich weiß jetzt nicht, wo der hingefallen ist. Ist hier unten nämlich eigentlich auch mal Bäume fällen. Du denn jetzt dahin? Da ist er doch. Geh da hoch. Schon wieder kein Platz für. Unglaublich. Und die Axt ist gleich hinüber. Aber die Sonne geht auf. Ist ja beruhigend. Ups, ja. Den nehmen wir auch nochmal mit. Yep. So, können wir ja nicht. So, hier geht unsere Strecke lang. Dann werden hier hinten mit Sicherheit auch noch Bäume draufgehen. Aber nicht in diesem Moment. Ich hab die Axt kaputt gehauen und jetzt bin ich nicht mehr im Element. Kann meinen Augen kaum trauen. Axt ist voll im Arsch. Axt hat's nicht überlebt. Axt im Arsch. Ach verdammt nochmal. Was mach ich denn jetzt nur bloß ohne Axt? Feierabend würde ich sagen. Tschüss. Nein. Boah, einfach mal runterfallen. Einfach mal gepflegt aufs Maul liegen. Immer wieder schön. So, diesen Gang habe ich gesagt,
Mehr als 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Ach, das ist jetzt der da. Zwölf. Zwölf. So, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hallo Kuh. Hallalal. Wie lange nehme ich schon heute auf? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die Folge, die mache ich auf jeden Fall noch fertig. Und die nächste, ich glaube, also eine hänge ich locker noch hinten dran. Doch was im Anschluss geschieht, ja. Was geschieht dann? Ich weiß es nicht. Ich kann es ja auch. So, schön, dass ich die ganze Zeit genau das treffe, was ich treffen möchte. Haha. Ich hab heut Singlaune, was hab ich Laune heut? Ich hab mir so gefreut, dass ich heut aufgewacht, nach einer zu kurzen Nacht. Macht aber nix, davon wird man nur blöd und bisschen müde, wie ihr seht. Aber das hat noch keinem geschadet, bisher lalala und auch mal tralala. Ich muss besoffen sein, ihr auch, denn sonst zieht ihr euch sowas doch nicht freiwillig ein. Und jetzt habe ich voll den Rhythmus überstrapaziert. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Hoppla, fallen Sie mal runter, sehen Sie mal, was Sie davon haben. Stehen Sie sich mal selber im Weg und seien Sie doch einfach mal im Gesamten eher kontraproduktiv. Das ist scheiß Grünzeug hier immer überall. Kann ich nie arbeiten. Dann esse ich was. Machen wir wieder Pause. Das geht doch nicht. Sag mal, habe ich die Bäume hier nicht gefällt? Nee, habe ich nicht. Naja, lange warten. Warten, der Sonnenstand. Helllicht, der Dach. Geil. Blöd, aber ich brauche noch eine Axt. Dann halt doch auch wieder so. Und so. Das ist ganz froh. Sowieso. Auch auf dem Klo. Wie die Daten, 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 Falala, Falari und Falera. Ich war schon früher da. Doch ich hab's nicht gemerkt. War dumm, diddl, dumm, diddl, dumm, diddl, dumm, dumm, dumm. Diese Musik, ach, die reißt einem immer so mit. Zu Sänger und zu Tanze und zu Lache. Vielleicht sing ich auf die Melodie in ein Gedenkenmal das Eichelied. Oh Eiche. Oh Eiche,
du musst hier weichen. Die andere geht's gleiche. Ach so. Eiche, Eiche, du stehst im Weg. Eiche, Eiche, ich dich zersäg. Scheiß Grünzeug hier. Kann so nicht arbeiten. Okay. Ist die Frage, wo ziehen wir hier den Mörder? Das ist jetzt hier ein inoffizielles Loch. So, da kommt der Dings. Ja, der Dings, der. Das sind hier die. Die Klassenräume. Für. Zaubertränke, den müsste ich schon ein bisschen Platz einräumen. Gehen wir mal hier hin. Einer der wenigen Räume, die hier beschriftet bezeichnet sind und dementsprechend ja, bei denen ich dann entsprechend weiß, was es überhaupt ist. Was haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baum, immer wieder Baum, ja, weil ich kann so nicht arbeiten, immer mit den Bäumen. Tun sie die doch mal weg. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass das Abschlagen eines Baumes höchst gefährlich für den innen lebenden Borkenkäfer ist. Heil dir, Borkenkäfer! So, das kann ich ja wieder von unten bauen. Ups. Du nicht und du auch nicht. Ihr zwei seid doof. Du bist auch doof. Ja, und du bist ja mal sowas von doof. Ups, das war von mir sowas von doof. Ratata, ratata. Da ist Stein drüber. Ja, Herrschaftszeiten ist ja Stein drüber. Wieso ist denn da schon Stein? Naja, macht ja nichts. Kann ja. Darf ja. Ist ja nicht verboten, ne? Was? Kommt denn um die Uhrzeit noch ein Enderman her, bitteschön? Hier, du Blödbommel. Komm her. Willst du mal ein ernstes Wörtchen miteinander reden, Freund? Du brauchst gar nicht rumbrummeln, du bist tot. Weil du es noch nicht gerafft hast.
Ich glaube, es wird dunkel. Kommen wir jetzt mal heim. Und dann machen wir uns mal eine Extelche. Zu.